Was ist die einstufige Deckungsbeitragsrechnung? Das, was wir gerade gemacht haben in der Aufgabe vorher mit dem Voll- und dem Teilkostenrechner. Also Preis minus variable Kosten. Das ist einstufige Deckungsbeitragsrechnung. Wir haben die fixen Kosten erst am Schluss als Block abgezogen. Ja? Wenn wir jetzt den Gewinn oder besser würden wir ja sagen, das Betriebsergebnis berechnen müssen bei einer einstufigen Deckungsbeitragsrechnung, rechnen wir P minus KV in Klammern mal X, das für das zweite und das dritte Produkt. Ja, wir rechnen die Gesamtdeckungsbeiträge aus und bauen dann eine Zeile noch an, minus fixe Kosten und rechnen die fixen Kosten ab in einem Betrag. Einstufige Deckungsbeitragsrechnung heißt also Fixkosten als Block behandeln. Ja, als Block in einem Betrag abziehen, um das Betriebsergebnis zu ermitteln. Das ist einstufige Deckungsbeitragsrechnung. Das wäre das, was wir notieren können. Fixkosten als Block betrachten. Das ist einstufige Deckungsbeitragsrechnung. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.